heute geht's mal wieder auf die Möselalm mit dem Fatbike. Ich bin recht schon länger nicht mehr gefahren, gell? Naja, doch, aber im Dunkeln immer, oder? Ja, schön, ja. Afterwork Fatbike Runde auf die Möselalm. Ja. Nachtbefahrung Möselalm. Die Abschneider von der Straße. Sau geil, was der Martin da alles macht. Und da kommt er schon wieder daher. Ja, Rodler sind auch unterwegs, aber da werden wir uns schon einig. Ist echt gut zum Fahren im Moment. Mal schauen, wie es dann zum Gipfel rauf geht. Ja. Das war manchmal ein bisschen schwierig, gell? Ja, schon, weil es dann so durch wird, nur von bis zum Kinn. Puh, so, 100 Höhenmeter noch bis zum Gipfel. Ja. Ab jetzt wird getragen. Ah, ich schlage wieder ein bisschen her. Ja, jetzt hat es jeden erwischt. Irgendwie so ein bisschen. Da hinter uns ist die Alm. Bis hier kann man einwandfrei radeln, das ist echt voll geil. Und da muss man eben das Stück halt da jetzt hochtragen. Da steht der Traktor, der macht die Rodelbahn jedes Mal frisch. Und ja, da geht es jetzt eben rauf. So, jetzt haben wir gerade eine Aufhäuselpause gehabt. Ja, Handschuhe anziehen. Oder Robbenkreuz ist die Probe. Ja. Und echt ein bisschen der Wind geht noch da. Aber es föhnig werden soll. Ja, werden wir sehen, was kommt. Grad wahrscheinlich wieder. Aber es sieht auch echt schön aus. Hier so. Also, dass man diesen Inter heraus nochmal geschlossene Schneedecke auf Mitte Februar hier. Ja, also es ist echt. Also, wir haben ja echt viel Schnee. Hochwinter einfach. Ich habe geschaut, wie viel mit dem Fettberg nur im Frühjahr fahren werden. Ja, weil gut, dass da wir sicher noch einige Touren, was da mit dem Fettberg gehen werden. Überall mit Schnee. Aber mei. Wir haben ja alles, müssen wir alles ausnutzen. Die haben wir irgendwo noch. Ja, haben wir auch. Ja. Jetzt haben wir wenigstens einen Grund, warum wir so viele Bikes haben. Ja. Ja, wenn ich sie mal hochschaffe, so rutschig wie es da ist. Der Krampf mit meinem Rad. Ja. Ja, es ist eine Steigerei, eine Hipschane. Aber ein gutes Training. Ja, schön ist es ja trotzdem. Aber wenn man auf den Weitwinkel schaut, ist eher nach rückwärts gehen als so langsam. So, letzten Meter gehen wir. Du bist zwar echt nicht so weit rauf, aber jetzt mal ist echt eine Steigerei und eine Führerei mit den Radl. Aber es zahlt sich echt jetzt mal aus. Also wenn du die Möglichkeit habt, so etwas da, wir nutzen das wirklich voll, weil du steigst dann in die Bike-Saison richtig fit ein und bist jetzt alles ein bisschen gewöhnt schon, den ganzen Ablauf. Und vor allem, weil es an den Schnee halt einmal erfeigelt, ist nicht so hackel. Ja! Ja! Puh. Siehst du ein bisschen die Föhnwolken heute? Unser kleiner Summer ans Kreuz, ist nicht Bogen, das ist nur Fischer. Das war geil. Jetzt birgt sich schon wieder, hey. Ein bisschen Herzjagen oder so. Wie birgt man das jetzt? Naja, ist auch wurscht. Yeah, what?
Thank you.
jetzt sind wir gut runden. Daumen nach oben. Daumen nach oben, ja. Die Wanderer haben immer nichts geglaubt. Kein einziger Wanderer hat an uns geglaubt. Aber echt bärig zum Fahren, ja. Ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Bitte abonniert doch unseren Kanal, dann seht ihr mehr von uns und gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was sagt der Meister? Viertag. Vor. Yeah! Krass. Ein halber Berg hoch und das Radl ist da irgendwie verschüttet. Boah, ich hab das da nicht überfahren. Voll, es geht auch voll an das Loch. Ja. Boah, ja, das hat voll eine Scheiße. Boah, hey, wie viel Kilo hat es? 100? Bisschen was. 100, ja. Boah.